Felix Lutz, herzlichen Glückwunsch zum 1:0. Hart erkämpft, erste Hälfte war nicht so gut. Woran hat es gelegen, dass ihr nicht so richtig reingekommen seid? Dass ihr wolltet, hat man gesehen, aber irgendwie war da wie so ein Stopper, oder? Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Der Gegner steht tief, verteidigt gut, macht uns das Leben schwer. Die kommen her, wollen hier einen Punkt mitnehmen, wollen uns das Leben schwer machen. Und wenn dann kein frühes Tor fällt, wird es für jede Mannschaft unangenehm. Ne? Und wir sind nicht Bayern München, dass wir hier, sag ich mal, jeden gegen die Wand spielen. Wir müssen über Leidenschaft, über Kampf kommen. Das haben wir im ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen vermissen lassen, das Engagement, der letzte Wille. Aber wir nehmen uns immer viel vor, vielleicht nehmen wir uns zu viel vor. Da müssen wir einfach sagen, Jungs, geh raus, haben mal Spaß heute und spielen mal guten Fußball. Das ist, wir wissen natürlich auch, dass heute andere Spieler waren, die wichtig waren. Ne? War ich kann es nicht erklären, aber nee, eigentlich nicht, weil wir uns auf uns gucken. Ne? Aber wenn es lange nur Null steht, dann kriegt man ein bisschen schwere Beine manchmal und fängt der Kopf halt auch an. Aber wir haben es trotzdem gut gemacht und haben eine Chance bekommen. Die war heute wichtig reinzumachen und da danke ich der Mannschaft, dass sie es hinten dicht gehalten hat. Wenn es dumm läuft, kriegst du noch einen Ausgleich. Ja? Dann stehst du wieder mit sozusagen leeren Händen da. Aber die Spiele muss man erstmal gewinnen. Ja, dann zum Elfmeter direkt zu kommen, musstest du dich vordrängeln oder gab es da keiner, der den schießen wollte, den Elfmeter? Nee, ich habe diesmal gar nicht viel geredet. Ich habe mir gesagt, wo letzte verschossen wurde, jetzt nehme ich mir mal den Ball. Ja, habe mich auf mich vertraut und Verantwortung übernommen. Und ich denke mal, das zählt in der Situation. Da wollte ich schon zwei andere schießen, aber ich denke mal, ich bin dafür geholt worden, um Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht. Ja, und jetzt die nächsten Spiele, die nächste Woche. Geht es ja noch ein Auswärtsspiel, direkt Koblenz? Ja, ist der vom Kopf her, geht man da genauso rein? Oder? Ja, jetzt müssen wir erstmal regenerieren, runterkommen und dann alles verarbeiten, analysieren und dann bereiten wir uns gut auf Koblenz vor. Ich bedanke mich, Felix. Bitte schön, ja. Ciao.